Und wisst ihr, es ist wirklich sehr hart, so ein Leben zu führen, so eine Situation zu haben, in denen man immer so nah ans Mikro geht, als würde man das Mikro gleich in den Mund nehmen wollen. Wie sieht das aus da? Oh Mann, Entschuldigung. Das sah ja so scheiße aus. Oh Mann. Ich bin bisexuell, Junge. Ich habe wahrscheinlich schon mehr Schwänze im Mund gehabt als der Mutter. So, ihr geilen Schwänze und ihr geilen Muschis. Zu einer kleinen Sicherheitseinweisung davon. Ich habe absichtlich noch kein Shirt an. Habe jetzt schon mich stundenlang darauf vorbereitet, stundenlang darauf gefreut. Mein Shirt habe ich ausgezogen, das habe ich vorhin schon kurz gesagt. Wenn man das Zeug in den Mund nimmt oder spuckt, dann landet es oft auf dem Kinn oder rutscht auch hier runter und dann hat man hier überall alles voll auf dem Shirt und auf dem Pulli. Das ist sogar eine recht bekannte Geschichte. Deswegen seid vorsichtig mit dem Zeug. Also sehr vorsichtig damit. Also immer vorsichtig sein. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Ciao. Ja, also ich habe damit kein Problem.